DLNA kann die Lösung sein, wenn es darum geht, Musik und Videos im Heimnetzwerk auf allen möglichen Geräten abzuspielen. Dieses Video wird euch das Konzept anhand zweier Beispiele näher bringen und auch zeigen, wie man seine alten Geräte trotz fehlender Kompatibilität trotzdem in ein DLNA-Netzwerk einbinden kann. Doch zuerst, was ist DLNA? DLNA ist ein Standard, den viele Endgeräte unterstützen. Dabei muss man zwischen Empfänger und Sender unterscheiden. Zum Beispiel habe ich eine Fritzbox zu Hause, auf der sich einige Radiosender befinden. Diese werden im Heimnetz bereitgestellt und können von anderen Geräten gestreamt werden. In diesem Setup ist die Fritzbox also der Sender. Weitere Beispiele für DLNA-Sender sind NAS-Boxen oder andere Netzlaufwerke wie euer PC, die eure Bilder, Videos und Musiksammlungen im Heimnetz freigeben können. Als Empfänger kommen beispielsweise Smart-TVs oder Stereoanlagen zum Einsatz. Fast jeder Haushalt hat mittlerweile DLNA-fähige Endgeräte, ohne es unbedingt zu wissen. Wie nutze ich also DLNA? Das möchte ich anhand von zwei Beispielen demonstrieren. Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Wie gesagt, stellt die Fritzbox bereits Radiosender im Heimnetz bereit. Diese können frei konfiguriert werden, es können also eigene hinzugefügt werden. Das Fritzphone wiederum erlaubt die Steuerung und kann sowohl als reine Fernbedienung als auch als Empfänger und Abspielgerät genutzt werden. Die Fritzbox stellt diesen Dienst im Auslieferungszustand bereits zur Verfügung. Um dieser Anleitung also zu folgen, muss nichts weiter vorbereitet werden. Im Fritzphone gehe ich auf Menü und wähle dann den Punkt Heimnetz aus. Dort befindet sich dann der Punkt Media Player. Dieser zeigt mir im ersten Menü nun alle verfügbaren Quellen an, also das, was ich vorhin als Sender bezeichnet habe. Um sich nun auch alle verfügbaren Abspielgeräte anzeigen zu lassen, wähle ich Optionen aus und kann bei Ziel nun auswählen, wo die Medien wiedergegeben werden sollen. Damit das Beispiel einfach bleibt, wähle ich einfach das Handgerät selbst aus. Zurück bei den Quellen wähle ich nun den Media-Server der Fritzbox aus. Hier kann ich nun die Ordner durchsuchen. Ich wähle den Ordner mit den Radiosendern aus und starte den Radiosender B5 aktuell. Der Radiosender fängt direkt an zu spielen. Tagen fordert auch die Landwirtschaftsministerin öffentlich, dass Fleisch teurer werden sollte. Dabei sendet die Fritzbox den Audio-Stream überdeckt an das Telefon. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel, das wird aber deutlich komplizierter. Mit diesem möchte ich aber zeigen, was alles möglich ist mit dem DLNA-Protokoll. Ich habe meinen alten Raspberry Pi 2 mit der Volumio-Software ausgestattet. Im Standard dient dieser als reiner DLNA-Empfänger, kann aber einfach über ein Plugin auch zum Sender werden. Auf meinem Smartphone läuft die App WPNP. Diese kann als Fernsteuerung genutzt werden, ähnlich wie das Fritzphone aus dem ersten Beispiel. Somit kann ich über die Teilen-Funktion meiner Podcast-App DLNA nutzen, obwohl die Podcast-App selbst gar keine Unterstützung für DLNA an Bord hat. In der Praxis heißt das bei mir. Meine fast 20 Jahre alte Technics-Stereoanlage kann nun über den Raspberry Pi als DLNA-Abspielgerät genutzt werden. Ich kann Podcasts und Musik auf dem Gerät abspielen und das alles gesteuert über mein Handy oder das Fritzphone. Die Medien werden über WLAN zum Raspberry Pi gestreamt und dieser gibt per Klinkekabel den Ton an die alte Stereoanlage. Dabei ist aber zu beachten, WPNP oder das Fritzphone, das wir hier für die Steuerung benutzt haben, können sowohl selbst als Abspielgerät genutzt werden, als auch rein als Fernbedienung und als Mittler zwischen Sender und Empfänger. Beispielsweise kann ich einfach Musik von meinem NAS oder von der Fritzbox wiedergeben auf Volumio. Dabei dient dann das Fritzphone nur als Mittler zwischen den beiden Geräten. Ich kann also beispielsweise in der App oder im Fritzphone, das ist eigentlich wurscht, wie ihr das möchtet, aber in einem der Geräte sage ich einfach, schau mal, da ist deine Quelle, zum Beispiel ein Radiosender und hier ist das Ziel, zum Beispiel der Raspberry Pi. Das Fritzphone habe ich ja dann nur als Fernbedienung benutzt und kann es wieder ins Eck stellen und das Streaming läuft einfach weiter. Mit dem Video wollte ich mal einen Einblick in die Möglichkeiten von DLNA geben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf welchen Teil aus dem Video ich genauer eingehen soll. Wollt ihr mehr über Volumio erfahren? Oder möchtet ihr wissen, wie man die Fritzbox bzw. ein NAS als DLNA-Sender konfigurieren kann?